Herzlich willkommen hier zu einer Premiere im Nürnberger Rugby. Wir starten die erste hybride Pressekonferenz, das erste hybride Pressegespräch. Normalerweise laden wir immer bei besonderen Ereignissen zu uns an den Waldsportplatz ein, aber auch gerade wegen der Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, ein Ausweichquartier zu suchen, das ausreichend Platz bietet für Vertreterinnen und Vertreter der Presse und vom Verein und wer sonst noch gerne teilnehmen möchte, und erweitern auch dieses Pressegespräch quasi in den virtuellen Raum. Deswegen begrüße ich auch alle, die uns jetzt über Zoom zugeschaltet sind und fleißig mithören, mitschreiben und mit recorden. Ja, was steht heute an? Wir wollten mal ein kleines Update geben zu verschiedenen Fragen, aber die wichtigste, die uns heute beschäftigen soll, ist die Frage nach einem neuen Cheftrainer für die 46er, für die Herrenmannschaft in der zweiten Rugby-Bundesliga. Und Dion Mayberg hat sich ja entschlossen, im Anfang des Jahres sein Amt niederzulegen, aus persönlichen und beruflichen Gründen vor allem. Und deswegen waren wir quasi ja gezwungen, einen neuen Trainer zu suchen. Und wir haben das Glück, relativ schnell Vollzug melden zu können. Und zwar rechtzeitig, bevor die Vorbereitung zur neuen Saison startet. Und zwar freuen wir uns, hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen Peter Swudner. Die Kenner der Nürnberger Rugby-Szene kennen ihn ja eigentlich schon. Er ist kein Unbekannter hier, hat schon mal hier gespielt und trainiert. Und wir freuen uns, dass er jetzt hier und hier ist und auch natürlich in Zukunft unsere Bundesliga-Herren betreuen wird. Herzlich willkommen. Schon mal hier, ganz rechts außen sitzt unser Abteilungsleiter Matthias Dirlebanger. Und der wird auch später noch ein, zwei Sätze sagen, zum einen zu Peter Swudner und auch zur aktuellen Situation der 46er. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, wann die Bundesliga-Saison startet. Geplant ist Anfang September, aber wir wissen nicht, was staatliche Vorgaben damit machen. Zum Ablauf, ich würde jetzt eigentlich kurz das Wort dann auch noch an Matthias Dirlebanger geben zur Vorstellung und würde dann das Wort übergeben an Peter Swudner. Und Sie können gerne Fragen stellen in den Chat gepostet oder eben auch live dann hier, dann rufen wir auf. Bitte verzeihen Sie mir zwischendrin vielleicht die eine oder andere Sache nicht ganz so rund läuft, aber es ist auch für uns eine Premiere. Insofern herzlich willkommen nochmal hier in der Schanzenbräu-Brauerei in der Brüsselstraße zur Vorstellung von Peter Swudner als neuer Cheftrainer. Und dann übergebe ich gleich mal das Wort an Matthias Dirlebanger. Ja, danke Martin, auch von mir herzlich willkommen hier in der Brauerei Schanzenbräu. Ein Riesendankeschön an den Stefan, dass wir wieder mal seine Brauerei benutzen dürfen. Ein Dankeschön natürlich auch an die Presse für das Kommen, fürs Einschalten und natürlich danach fürs Bericht erschaffen. Ich möchte mich am Anfang tatsächlich auch erstmal nochmal bedanken bei dir für 3 Jahre Trainertätigkeit bei uns im Verein. Und zudem möchte ich mich bedanken für einfach eine schöne Vorlaufzeit, die uns gegeben hat, um auch einen neuen Trainer zu finden. Das ist im Amateursport nicht selbstverständlich. Da kann es durchaus sein, dass ein Trainer mal von heute auf morgen wechselt. Das hat uns natürlich da ausreichend Zeit gegeben, dem kompletten Organisationskomitee, der Abteilungsleitung da in Gespräche zu gehen. Auf Trainersuche konkret sind wir, ich würde sagen, so ab März, da ist Steve das erste Mal gekommen und sagte, hey, und her, ich möchte gerne zurücktreten. Ich bin dann sehr froh, dass wir relativ schnell mit dem Peter in Gespräche gekommen sind. Zumal ich mit dem Peter schon seit, ich würde sagen, einem Vierteljahr, seitdem ich selber Abteilungsleiter bin, mal enger, mal nicht so eng zusammenarbeite, einfach im Thema Vereinsentwicklung, Abteilungsentwicklung. Das war für mich eine sehr, sehr große Hilfe, wo ich da angefangen habe als Abteilungsleiter, um einfach ein bisschen in den Job reinzukommen. Da haben wir natürlich hier den absoluten Fachmann sitzen. Und von dem her lag es natürlich nahe, dass wir einfach mit dem Peter, der einfach im ersten Nürnberger ist, natürlich da aber einfach mal sprechen, ob wir nicht zusammenkommen. Das Ganze wurde dann relativ schnell unterstützt von dir. Und ja, so konnten wir jetzt am Ende dann Vollzug melden, dass wir jetzt heute hier sitzen. Für uns war es auch relativ klar bei eben der ganzen Trainersuche, dass wir jemanden suchen, der
zum einen lizenziert ist, natürlich so hoch wie möglich, einfach um auch die Lizenzbedingungen in Zukunft für die Bundesliga etwas einfacher zu erfüllen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Darauf baut tatsächlich auch das Konzept, das wir im Moment mit den Peter schnüren, auf, dass wir einfach unsere Abteilung zum einen im breiten Sport nach vorne bringen wollen. Also wir wollen uns breiter lizenzieren, wir wollen mehr Leute oder mehr Spieler, mehr Trainer haben, mehr Schiedsrichter, die einfach mit niedrigen Lizenzen anfangen. Wir wollen aber auch natürlich unseren Spitzensport weiterentwickeln, wo Spitzensportler sprechen auch von unserer zweiten Bundesligamannschaft. Wo wir, ich denke, von den Spielerqualitäten gut genug aufgestellt sind, um uns da fest zu etablieren, eventuell auch irgendwann mal nach oben zu schauen. Aber da braucht es natürlich eine sportliche Leitung, da braucht es natürlich ein Trainerteam, das dem Ganzen auch irgendwo gewachsen ist. Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Peter. Ich bin sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Und freue mich auf eine anstrengende Vorbereitung, da bin ich mir sicher. Und ja, wir sehen uns dann am Sportplatz. Genau, vielen Dank Matthias Willemager. Und jetzt wollen wir natürlich auch den Mann zu Wort kommen lassen, der hier sitzt. Peter, schön, dass du wieder in unserer Mitte bist. Und wenn du einfach mal magst, deinen Gedanken Ausdruck zu verleihen, uns zu erzählen, was dich bewogen hat, wieder hier einzusteigen, auf was du dich ganz besonders freust und wie es so in den kommenden Wochen vor allem weitergeht. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Danke an meine zwei Herren, zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Vor allem danke an alle, die in dem Entscheidungsprozess mitgewirkt haben, für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und auch weiterhin wird. Ich fühle mich so ein bisschen wie wieder nach Hause kommen. Es ist ein wahnsinnig schönes, wohliges, warmes Gefühl. Die letzten Jahre dem Nieren auch schon immer wieder unterstützen dürfen. Davor auch den Trainer davor, den Arne. Danke an diese zwei Herrschaften, wunderbare Arbeit geleistet. Wir haben ganz, ganz tolle Mannschaften, haben die zwei Trainer aufgebaut, die ich jetzt übernehmen darf. Ich hoffe, dass wir bald wieder in den Spielmodus einsteigen können, damit wir auch sehen können, was können wir tatsächlich alles leisten, was sind wir möglich zu leisten. Ja, auf was freue ich mich ganz besonders? Natürlich auf endlich wieder Sport treiben zu können, den Sport, der uns am Herzen liegt, an dem wir Spaß haben. Ich freue mich aufs Training, ich freue mich auf alle Trainingseinheiten, ich freue mich auf die ganzen Theorieeinheiten, ich freue mich, den Verein, die Abteilung helfen können, weiterzuentwickeln hinsichtlich Trainerausbildung, hinsichtlich kompletter Erweiterung des ganzen Trainerstamms. Es gibt so viele Sachen, wenn du sagst, Martin, was in meinem Kopf herumschwirrt. Ich glaube, wir würden die Sendezeit sprengen. Fakt ist, es geht hier um Entwicklung, es geht hier um Erweiterung, es geht hier um Spaß zu haben und es geht um einfach Leistung zu bringen, und zwar die Leistung, die wir auch alle erbringen wollen. Auf das freue ich mich am allermeisten. Und das wir alle zusammen. Denn sowas geht nur zusammen. Peter, heimkommen in einen Verein ist ja nicht immer unbedingt heimkommen in denselben Verein. Du hattest jetzt schon Gelegenheit, dich mit der Mannschaft und mit einzelnen Akteuren mal so zu besprechen. Was ist deine Einschätzung? Wie haben sich die 46er seit deinem letzten Traineramt verändert? Verändert insofern, indem sie die komplette Abteilung professioneller geworden ist, strukturierter. Sowohl vom Aufbau, von der Struktur her, vom Organigramm her, als auch von der Durchführung aller vereinsinternen Aktivitäten. Ob das an einem Spieltag ist, ob das an einem Außerspieltag-Aktion ist, ist einfach alles viel professioneller geworden. Es wird bei Kompetenzen werden viel, viel mehr Schultern verteilt. Das macht Spaß. Man sieht das auch hier. Wir sind hier mehr als wie nur zwei Personen oder mehr als wie nur die drei Personen, die ihr am Farbfernsehen verfolgen könnt. Hinter der Kamera steht ein Organisationsteam, das uns unterstützt, das alles zu tun. Das hätte es früher nicht gegeben. Wenn wir jetzt mal so in die sportlichen Sphären unserer Mannschaft gucken. Aktuell zweite Rugby-Bundesliga, der sportliche Abstieg konnte in der letzten Saison oder weitgehend verhindert werden, so dann abgebrochen wurde. Das heißt, es war so ein bisschen kaltes Ende für die Mannschaft. Wenn du jetzt mal beschreiben müsstest, wo sind denn so deine ersten
Maßnahmen, was sind so die ersten Schritte, die du gehen wirst mit der Mannschaft und was sind so deine ersten Ziele, die du dir gesetzt hast? Im Prinzip richtet sich das sehr stark nach der aktuell vorherrschenden, nach wie vor Pandemiesituation, in der wir uns befinden. Die Kontaktbeschränkung, Rugby ohne Anfassen macht nur halb so viel Spaß wie mit Anfassen. Das ist nicht nur im Rugby so, das ist in vielen anderen Bereichen des Lebens auch so. Und in dem Fall geht es darum, dass wir uns danach richten müssen, wann geht es wieder wie weiter. Sprich, Nummer eins, wann ist der erste Spieltag? Von da an muss rückwärts gerechnet werden, wann wir mit dem Kontakttraining wieder starten können. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass es bald wieder losgeht, fiebert dem Ganzen entgegen. Auf der anderen Seite gibt uns das natürlich, oder mir im Speziellen, mit der Mannschaft Zeit, uns ausreichend auch in anderen Bereichen dementsprechend vorzubereiten. Sei es in der Spielplanung, sei es in der theoretischen Ausbildung, das gibt uns wahnsinnig viel Zeit. Athletik ist immer ein großer Punkt. Ich weiß, dass viele Spieler hart an ihrer Athletik und Fitness in der Vergangenheit gearbeitet haben. Ich weiß, dass viele sich schon freuen auf die nächsten paar Trainingseinheiten, um das unter Anleitung fortzusetzen. Auch hier gab es schon einige Gespräche und einige sowohl verbale als auch in schriftlicher Form. Ich glaube, die meisten freuen sich tatsächlich drauf, auch wenn sie noch nicht wissen, auf was sie sich wirklich eingelassen haben. Ja, du hast in den letzten Jahren ja dich vor allem um die Ausbildung gekümmert, nicht von Planen. Ich glaube, auch hier werden wir demnächst mal einen Kurs anbieten. Ja, genau. Du hast dich in den letzten Monaten und Jahren vor allem um die Ausbildung von Trainern und Trainerinnen gekümmert. Wenn man Wissen vermitteln möchte als Trainer, dann denke ich mal, wird diese Thematik und Methodik durch eine didaktische Ausbildung und durch eine didaktische Ausbildung nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Wie sieht denn dann die Vorbereitung in der Boxengasse aus, so jetzt mal, wenn man Zeit betrachtet? Wir haben jetzt noch knapp 8 Wochen Zeit bis zu einem eventuellen Saisonstart. Wie würdest du das jetzt aufbauen, jetzt so im Ablauf? Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause im Urlaub. Wie sieht es jetzt aus dann? Tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es wird vieles daran hängen, wann darf man wieder Körperkontakt in unserem Rugby-Sport anwenden. Und danach wird sich im Prinzip richten, wie wir die Zeit davor nutzen. Wir werden auf alle Fälle 50-50 in der Praxis und in der Theorie verweilen. Wir werden auch eine ganz klare Fitness-Testung machen. Das heißt, wo befinden sich momentan die Sportfreunde der 46er? Wie fit sind sie tatsächlich? Passt die geistige Haltung mit der körperlichen überein? Sowohl optisch als auch intellektuell vor dem geistigen Auge. Das werden wir testen und dann werden wir uns ganz langsam annähern an eine hoffentlich baldige Kontaktsituation. Training teilnehmen. Gibt es da Möglichkeiten, Entwicklungen, die wir bis jetzt, mein Kenntnisstand ist, dass der Kontaktsport in Bayern auf jeden Fall noch untersagt ist und nicht an eventuelle Tests gekoppelt ist? Also so ist meiner Kenntnis nach auch der aktuelle Stand. Da glaube ich, haben wir so ein bisschen zwei große Probleme. Das eine Problem ist tatsächlich, dass wir halt nicht im Profisport unterwegs sind, nicht im Profifußball, wo wir uns von Spieltag zu Spieltag über die Trainings dann irgendwo in Hotels einschließen. Das ist mal der eine Punkt, dass wir einfach diese Quarantäne nicht einhalten können, sage ich jetzt einfach mal. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass auch diese Tests, die ja laut Herrn Söder jedem zustehen, aktuell wohl nicht so zur Verfügung stehen, wie sie das sollten und auch noch relativ lange dauern. Das heißt, ich glaube, so eine Lösung, wie sie zum Profifußball derzeit gelegt wird, ist für uns tatsächlich nicht umsetzbar. Nicht umsetzbar ist auch ein gutes Stichwort. Es war jetzt in den letzten Monaten quasi das sportliche Leben in ganz Deutschland auf null gesetzt. Auch den TSV hat das getroffen. Nicht nur, dass wir nicht trainieren konnten, sondern natürlich auch Veranstaltungen abgesagt werden mussten, Spiele. Da kannst du vielleicht noch mal ganz kurz eine Einschätzung geben, wie die 46er bis jetzt so aus dieser Krise hervorgehen. Wie stehen wir da an der Stelle gerade da? Da war es natürlich sehr, sehr schwierig, das muss ich ganz klar sagen. Da haben wir viel geschaut, dass wir uns wieder
Zoom-Konferenzen etc. Irgendwo zusammenfinden, ne? Gerade weil wir auch wirklich viele Spieler haben, die vielleicht alleine wohnen, die keine Familie in Nürnberg haben. Und ich glaube, für Leute, die da irgendwo alleine da standen, war das wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich glaube aber, dass wir da sehr, sehr viele Spieler und andere Akteure im Verein abgreifen konnten. Ne? Was mich sehr gefreut hat, dass dann zu den reinen Fitness-Sessions, die wir da natürlich mit Mindestabstand in kleinen Gruppen begonnen haben, dass da sehr, sehr viele Spieler gekommen sind, dass da die Beteiligung sehr, sehr groß war. Das hat mir auch gezeigt, dass das Interesse natürlich auch wieder hoch ist, einfach rauszukommen, Sport zu treiben, sich mit seinen Freunden irgendwo zu treffen auf dem Platz. Ich glaube auch, dass die letzten zwei, drei Wochen, wo wir tatsächlich die komplette Pause nochmal hatten, den Verein und den einzelnen Spielern auch nochmal gut getan haben. Von dem her glaube ich, wir sind gut vorbereitet, wir sind sehr gut vorbereitet, jetzt in eine wirkliche Preseason auch einzugehen und da wieder 100% anzugreifen. Wir sind auch an der Stelle sehr dankbar unseren Sponsorinnen und Sponsoren, die uns auch in dieser Zeit nochmal die Treue gehalten haben. Auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Einfach weil wir es sehr schätzen und sehr froh darüber sind, dass unsere Sponsoren uns die Treue gehalten haben und auch weiterhin halten. Ohne deren Engagement wäre es natürlich nicht möglich und auch die sind natürlich betroffen von der Krise. Insofern versuchen wir an der einen oder anderen Stelle hier auch nochmal quasi den einen oder anderen Namen in der Öffentlichkeit zu platzieren, weil natürlich auch Heimspiele wegfallen, bei denen die unsere Sponsoren hauptsächlich präsentiert haben. Insofern, Peter, es ist ja nicht ganz so, dass du aus Nürnberg die ganze Zeit weg warst. Du hast natürlich hier weiterhin gelebt, bist mit deiner Familie noch in Nürnberg. Aber bist natürlich so in den letzten Jahren einfach viel rumgekommen an der Stelle. Gibt es eine Idee, die du uns vielleicht mitbringen möchtest, für die nächsten Jahre, wo du sagst, okay, das wäre jetzt mal ein Modell, an dem wir uns orientieren können? In der Tat, die letzten Jahre war ich verstärkt in Deutschland oder hauptamtlich in Deutschland unterwegs, auch für den deutschen Landesverband im Bereich Ausbildungsleitung, Vereins- und Verbandsentwicklung. Wenn man da mal den Blick etwas Richtung Nord, gegen Norden, Richtung Hannover richtet, dort haben wir auch mit meinem Kollegen Christian Döring oder ehemaligen Kollegen Christian Döring vor Ort in den Vereinen relativ das aufgebaut, was ich mir für die Großregion Nürnberg vorstellen kann. Alle Vereine miteinander zu vernetzen, gemeinsam an einen Strang zu ziehen, in allen Belangen das jetzt auszubreiten, das würde tatsächlich, glaube ich, den Rahmen sprengen. Folgendes, was ich gelernt habe, was wichtig ist, es muss dazu, und ich verwende selten dieses Wort, es muss dazu wirklich auf jeder Ebene zusammengearbeitet werden. Auf der Vorstandsebene, auf der administrativen Ebene, auf der sportlichen Ebene, auf der Entwicklungsebene, das ist wirklich das Um und Auf. Die ganzen Synergien, die ganzen Netzwerke müssen miteinander greifen. Wenn das nicht funktioniert, wenn wir nicht willens sind, einen benachbarten Verein zu unterstützen, oder Unterstützung anzunehmen, dann werden wir es in diesem Sport vermutlich nicht sehr weit schaffen. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe, die ich mitbringen kann. Das ist eine Sache, die ich forcieren werde und wo wir auch einzelne Gespräche führen werden, sowohl mit Sponsoren, mit Unterstützern in jeglicher Art, um hier alles zu teilen, was wir haben. Gut. Frage? Bitte? Ist es denn auch denkbar, dass man der Sport steht am Anfang jetzt noch hier bei uns so ein bisschen in den Kinderschuhen in Anführungsstrichen, dass man auch aktiv an die Schulen geht und halt eine echt Alternative bietet zum Fußball? Ich denke, wenn da ich ganz kurz mal einhaken darf. Tatsächlich, das ist Schule, Schulsport, Verbreitung von jeglicher Sportart in der Schule, das ist das A und O. Es geht nicht anders, wenn man eine Sportart verbreiten will. Für mich ein essentieller Baustein sind Lehrerfortbildungen. Das heißt, wir befinden uns in einem Land
wo, indem wir eine Sportart betreiben, die nicht jedermann seit Kindesbeinen an aus dem Farbfernsehen oder aus Magazinen kennt. Anders Fußball, anders in Rugby-Ländern Rugby, selbst wenn in Rugby-Ländern, wie England beispielsweise, jemand nicht Rugby spielt, weiß er, wie es denn auszusehen hat, wenn er es sieht. Dieses Verständnis fehlt uns hier in Deutschland. In Rugby-Ländern ist es so, dass tatsächlich Lehrer beispielsweise fast gleichzeitig auch Rugby-Trainer sind, so wie bei uns auch Lehrer vielleicht Fußballtrainer sein könnten. Sie haben natürlich jetzt nicht die Trainerausbildung, aber jeder weiß, wie es auszusehen hat und kann ein Minimum an Basiswissen an seine Kinder weitergeben und schulen. Zumindest ein Regelverständnis ist da, das ist bei Rugby nicht da. Deswegen ist es für uns, glaube ich, essentiell wichtig, Lehrer dahingehend zu sensibilisieren. Nicht unbedingt zwingend, wenn sie bereits Lehrer sind, sondern vielleicht in dem Schritt früher abfangen, bei der Lehramtsausbildung in den Universitäten. Das ist für mich ein riesengroßer Schritt. Und wenn wir es dadurch schaffen, dementsprechend die Multiplikatoren herzustellen, dann wird es auch ein leichteres sein, in den Schulen tatsächlich Rugby anzubieten. Denn ansonsten haben wir vielleicht 3 Personen, jeder kann eine Klasse unterstützen, dann hätten wir 3 Schulklassen in Nürnberg unterstützt. Ist ein Anfang, aber ich denke mal, es geht besser. Ja, das ist für uns natürlich auch ein grundlegendes Interesse und an der Stelle sind wir jetzt auch mit dir, Peter, denke ich, auch in der guten Position, dass wir insofern Fachleute vor Ort haben, die wir auch guten Gewissens an Schulen schicken können und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auf Sponsorinnen und Sponsoren zugehen können und sagen, wie wäre es, wenn wir eine konzentrierte Aktion im Bereich der Schulen starten. Das braucht natürlich auch wieder Finanzmittel. Da ist es natürlich noch schwer zu planen im Moment, nach Post-Corona, mit Corona-Zeit, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Aber auch das bleibt natürlich ein erklärtes Ziel, in irgendeiner Form irgendwann mal Menschen dafür bezahlen zu können, dass sie den Sport an die Jugend und in die Schulen trägt. Absolut. Genau. Wenn dann, gibt es noch Fragen aus der Runde? Ich schaue nochmal auf meinen kleinen Monitor hier, wenn es dann so keine Fragen mehr gibt. Ja, da kommt noch eine Frage rein, kriege ich gerade von der Regie. Wer wird die Aktion in Schulen machen? Habt ihr jetzt so einen groben Plan? Also Planung, wie gesagt, für uns war jetzt erstmal primär wichtig, den Bereich der ersten Herrenmannschaft zu besetzen als Zugpferd und dann auch zu gucken, möglichst viele Menschen auszubilden. Wir haben an der Stelle jetzt noch keine konkrete Person, aber wir sind natürlich froh über Menschen, die sagen, wir haben Interesse und haben eben dann jetzt auch die Möglichkeit, mit Peters Rundner auch nochmal zu vernetzen mit der Herrenmannschaft. Wie wir weiterkommen. Konkrete Personen gibt es dann nicht. Ideen sind da, aber es braucht gerade im Amateur- und Breitensport auch immer die Menschen, die es dann tun. Und auch, ich denke, gerade in Schulen ist es eine Frage dessen, wie konsequent und wie kontinuierlich können wir ein Angebot machen. Ich halte relativ wenig von Aktionstagen, wo wir mal 1-2 Tage in einer Schule sind. Es ist zwar eine gute Sache, um die Breite, den Sport bekannt zu machen, aber eigentlich müssten wir an mehreren Schulen regelmäßig einmal die Woche im AG-Bereich unterwegs sein. Und dazu fehlt gerade bei Menschen, die nebenbei noch einem Beruf nachgehen, oft die Zeit, das so konsequent zur Verfügung zu stellen. Richtig. Das ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung, Personal zu finden. Denn ich denke, das Wissen ist da. Wir haben durchaus Personen, die Interesse haben, das zu tun, aber es fehlt wirklich an der Zeit. Und wir bewegen uns heute in einer Zeit, wo es auch viele Studenten gibt, auch viele Spieler, die Studenten sind. Gibt man sich denn tatsächlich mit dem herkömmlichen 450-Euro-Job zufrieden heutzutage? Ich weiß es nicht. Kann man sich überhaupt leisten, sich damit zufrieden zu geben? Das ist eine Frage, die man vielleicht an einer anderen Stelle stellen sollte und nicht in einer Brauerei. Aber natürlich sind das alles Punkte, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber auch da, wenn wir viele Kompetenzen auf viele Schultern verteilen, bin ich wiederum der Meinung, dass wir wesentlich mehr erreichen können, als wir nach herkömmlichen Modellen ein bisschen outside of the box denken. Ich denke, das wird helfen.
Gut, an der Stelle würde ich jetzt mal auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt knapp 30 Minuten Gespräch gehabt. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die heute hier vor Ort in der Brauerei waren, an alle, die uns zugeschaltet waren. Wir freuen uns natürlich über Berichterstattung und Informationen darüber. Und es wird sicherlich in den nächsten Wochen Updates geben, unter anderem auch zu der Frage, wann wir endlich wieder mit Kontakt-Rugby starten können und wann wir auch eine Perspektive haben, wann die Saison der zweiten Rugby-Bundesliga wieder losgeht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und ja, gehen Sie Ihre Wege frohen Mutes. Wir sehen uns bald wieder am Waldsportplatz.